Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute soll es bei uns darum gehen, warum man zum Beispiel den Windows Server Core einsetzen sollte und wie man installiert und die erste Einrichtung durchführt. Los geht's nach dem Intro. Mein Name ist Christian von techie.de und ich mache Videos zum Thema Heimnetzwerke, Software und Erklärbär-Videos wie dieses hier. Wie eingangs berichtet, geht es heute darum, warum ihr euch überlegen solltet, den Windows Server Core anstatt die volle Version inklusive GUI zu installieren, sofern ihr eine entsprechende Windows Server Lizenz euer eigenen könnt. Ich stelle selbst bei vielen Administratoren fest, der Windows Server Core ist eher so, geh mir weg und da muss ich ja irgendwie so Kommandozeile machen und das ist ja quasi Linux und da kann man überhaupt nichts mehr installieren und ach, alles Mist. Gar nicht der Fall, weil der Windows Server Core ist eine gute Variante, gerade wenn man wie ein Domain-Controller mehrere davon installiert hat, wovon man meistens einfach nur irgendwie als Backup oder ähnliches das Ganze installiert haben braucht. Zudem bietet Windows ohne Probleme die Möglichkeit, mit den Remote-Management-Tools auf verschiedene Server zuzugreifen. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt auf jedem eine GUI und müsst dort immer genau auf dem Server nur das administrieren, was da drauf ist. Des Weiteren gibt es ja noch das Windows Admin Center, was eine HTML5-Webseite ist, womit ihr viele Windows-Dienste mittlerweile steuern könnt. Da gibt es ein älteres Video bei mir dazu auf dem Kanal. Das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und die neue Version, die wird es sicherlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen bei mir auf dem Kanal auch nochmal zu sehen sein. Welche Vorteile hat denn der Windows Server Core? Zwei, drei können wir da, fallen mir spontan zumindest ein. Zum einen ist die Installation wesentlich schneller abgeschlossen, weil die ganze GUI muss nicht mit installiert werden. Punkt Nummer zwei wäre zum Beispiel die wesentlich geringeren Hardware-Anforderungen. Ihr könnt ohne Probleme einen Windows Server Core mit seinen entsprechenden Diensten darauf mit 512 MB RAM und einem Prozessorkern ausführen. Ist jetzt nicht die 100% empfohlene Version, Geschichte von Microsoft. Die sagen, ihr solltet schon vielleicht zwei Prozessorkerne nehmen. Aber die 512 MB RAM, sagt selbst Microsoft, bei einem Server Core ist kein Problem, weil du hast ja pro Server quasi nur einen Dienst, also zum Beispiel Active Directory, DNS, DHCP, VESUS oder was auch immer was, und da brauchst du eigentlich nicht mehr drauf. Die meisten Arbeitsspeicher frisst wirklich die GUI und die Programme, die zusätzlich drauf installiert sind. Punkt Nummer 3 ist ganz klar die Sicherheit. Es ist einfach Fakt, das habe ich euch schon mal in meinem 8 Tipps für ein sicheres NAS erklärt, umso weniger Produkte auf einem System installiert sind, umso sicherer ist es einfach. Heißt, die GUI hat einige Schwachstellen, die wird sie immer haben, genauso wie auch der Server Core, keine Frage. Aber ohne die GUI habt ihr weniger Schwachstellen im Windows-System, entsprechend ist das System sicherer. Ich für meinen Teil habe in den letzten Jobs immer Windows Server Core installiert, sobald es sich um ein redundantes System hielt. Zum Beispiel zweiter, dritter Domain Controller, zweiter DHCP Server. So Kleinigkeiten wie eine PKI etc. pp. Das reicht voll und ganz immer auf einem Windows Server Core. Wie der Ganze zu installieren ist und wie man so die erste Einrichtung macht, zeige ich euch natürlich auch in diesem Video, damit ihr genau wisst, was ihr machen könnt, wie ihr ihn auch remote managen könnt, alles jetzt hier. Da nehme ich euch mit an meinen Rechner hinten dran und zeige euch die benötigten Schritte. Ich werde die Installation in einer virtualisierten Umgebung durchführen. Entsprechend habe ich hier schon mal eine virtuelle Maschine vorbereitet. Zum Starten von der Windows Server Installation brauchen wir zwingend mindestens 1 GB Arbeitsspeicher. Anschließend, sobald das System installiert ist, kann man das durchaus auf 512 MB RAM reduzieren. Die empfohlenen 2 Kerne und den Rest lassen wir quasi Standard. Ich habe schon ein Video zum Thema Windows Server Installation unter Proxmox gemacht. Das werde ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinken.
Dann werden wir die Maschine mal starten, springen in die Remote-Konsole und dann werde ich mit euch die Installation einmal komplett durchführen. Grundsätzlich ist das nicht viel anders wie die Installation mit der Server-GUI. Sind am Anfang natürlich darauf aufzupassen, welche Variante man auswählt. In ein paar Sekunden sind wir dann in dem Windows-Setup. Wir installieren das System komplett auf Deutsch. Wir brauchen hier also nur weiter und auf Jetzt installieren klicken. Dann wird auch schon das Setup gestartet. Auch das benötigt natürlich ein bisschen Zeit. Dann nehmen wir einfach die Windows Server 2019 Standard Edition. Ich habe hier die Evaluation ISO heruntergeladen, also quasi die 180 Tage Testversion. Da kann man ohne Probleme damit rumspielen. Wo ihr die findet, packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Dann klicke ich auf Next. Akzeptiere die Lizenzbedingungen. Eine benutzerdefinierte Installation. Ich habe nur eine Festplatte mit 32 GB. Die reicht dafür bei weitem aus. Klicke auf Weiter. Und nun wird die Installation durchgeführt. Sobald das durch ist, zeige ich euch dann noch, wie ihr entsprechend das System einrichten könnt. Die Installation ist soweit durch. Wir werden dann nach einiger Zeit mit dem Bitte entsperren begrüßt. Und nun kommt natürlich die ganz generelle Setup, wie bei der normalen GUI-Installation müssen wir am Anfang natürlich das Administrator-Kennwort setzen. Und werden das dann entsprechend tun. Diese Kennwörter müssen den Komplexitätsrichtlinien von Microsoft entsprechen. Das heißt, ihr braucht mindestens 8 Buchstaben, Groß-, Klein-, Zeichen, Sonderzeichen, Zahl. 3 von 4 Kombinationen müssen entsprechend drin vorkommen, damit das Kennwort akzeptiert wird. Also ihr könnt keinen Test 1, 2, 3 nehmen. Ein Test mit großem T 1, 2, 3 Ausrufezeichen würde funktionieren. Aber das ist natürlich kein Kennwort. So, Kennwort ist geändert. Wir springen dann rein und sind dann direkt, ich sag mal, in einem CMD-Fenster. In diesem CMD-Fenster gibt es dann den Grundbefehl sconfig. Also man könnte sich es als Eselbrücke mit Server-Config merken. Wenn wir das machen, öffnet sich quasi ein PowerShell-Fenster, in dem ich die Server-Konfiguration durchführen kann. Ich mache das Ganze jetzt hier mal ein bisschen größer. Und hier könnt ihr dann mit den einzelnen Zahlen, die vorne dran stehen, entsprechend euer System konfigurieren. Wir machen jetzt also mal die 2, den Servernamen, und geben jetzt einfach mal WSC01 ein. Dann fragt er, ob ich neu starten möchte. Das möchte ich jetzt noch nicht tun. Ich möchte weiter konfigurieren. Jetzt machen wir die Nummer 8 für die Netzwerkeinstellung zum Beispiel. Die 1 für den einen Adapter. Jetzt seht ihr, okay, das ist die Konfiguration, was ich habe. Das Ganze ist über DHCP konfiguriert. Ich möchte es aber jetzt mit einer festen IP-Adresse. Also wähle ich hier S für statische IP-Adresse aus. Vergebe dann entsprechend eine die Subnetzmaske ist richtig, mein Gateway, dann passen wir noch die DNS-Server-Einstellung an, den zweiten geben wir nicht an, gehen damit zurück zum Hauptmenü und sagen jetzt 13 Server neu starten, damit die ganzen Einstellungen übernommen werden. Ja, den Server-Neustart möchte ich gerne durchführen. So konfiguriert ihr quasi den Server über das Frontend selbst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und du ein neuer Zuschauer bist. Und ansonsten freue ich mich gerne über Anregungen, Feedback unten im Kommentarbereich. Möchtest du weitere Videos zum Thema Windows Server Core haben? Wie installiert man zum Beispiel einzelne Rollen genau darauf? Und das Ganze nicht unbedingt immer nur über die gezeigte Remote-Verwaltung, sondern zum Beispiel auch bei PowerShell oder Ähnliches, dann schreibe mir das auch gerne unten in die Kommentare. Weitere Windows-Tutorials
was Richtung Serverbereich geht, sind auch immer gerne von mir genommen. Wenn du auch da Fragen, Anregungen hast, auch alles einfach unten in die Kommentare rein. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.